Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkompensator 70 mit einem neuen Gastreplay und das ist auch ein weiterer neuer Mitspieler, der es auf meinen Kanal geschafft hat. Und zwar ist das der Blood Revenge 14 aus dem Clan KR vor WL. Er ist hier mit seinem Typ 59 8er Medium der Chinesen und der Panzer ist das Podon von russischen T-54A. Ist hier auf Westfield über ein 8er, 7er, 6er Battle, 3 8er, 6 7er, 6 6er und davon 4 Heavys, 4 mittleren Panzer, 3 TDs, 2 Lights, 2 Artis. Munitionsverteilung hat er 15 mal AP dabei mit 250 Damage und 185 Durchschlag. Dann 30 mal APCR dabei, auch 250 Damage und 250 Durchschlag. Und dann hat er 5x HE dabei, oder Sprengen, ja. Oder Sprenggranate, je nachdem. 330 und 50 Durchschlag. Kleines Red-Kit, kleines Med-Kit. Da schon mal einmal auf den AMX 12 Tonnen gefeuert. Der, jetzt hat er eine Reihe bekommen von noch einen zurück. Jawohl, und das ist der erste Kill. AMX 12 Tonnen rausgenommen. 44 Pantera Doll abgeprallt, LTDB wieder abgeprallt und weiter geht es. Jawohl, Auto eben drauf auf den LTDB. Der prallt wieder ab. Ja. Jetzt hat er die Kette getroffen und Durchschlag, noch ein Durchschlag. Ja, da ist er jetzt durchgekommen mit APCR. Da hat er schon mal die Hälfte der Hitpoints verloren. Aber er nimmt den LTDB raus. Zweiter Kill, 4:2 steht es. Ja, wie gesagt, kleines Reparaturkiste oder Red Kit und zwei, ein kleines Med Kit und großen Feuerlöscher. Ja, was wollte ich noch sagen? Der Mission MP11 Ramsey. Ja, wie ihr seht, habe ich ein neues Fadenkreuz genommen. Da habe ich die Reload Time auch dabei. Und die HP 49%, habe ich ja schon gesagt. Ja. Einziehzeit ist 2,5 Sekunden. Ja, Reload steht bei mir 8,4, aber je nach Crew und so wie es aussieht, hat er 7 Sekunden. Sichtweite 380. So 6:7 steht es bereits. 1326 Schaden hat er bis jetzt, 870 geblockt und 401 Spotting Schaden. So, da stand der Panther M10. Da wo erstmal ein schönes Loch reingebohrt. Pantera prallt an der Kanone ab. Jetzt der GW Tiger P. Arti mit 100. Nee, hat nur die Kette gezogen. Der Pantera ist wieder ab. Quatsch, der Panther M10 ist abgeprallt. Jetzt auf den Typ 58, 236 rein. Er braucht dringend sein Red Kit für die Fluttanks. 7:7 steht es. Ja, es ging jetzt hier ein bisschen drunter und drüber. Aber das ist ein schöner Panzer, muss ich schon mal sagen. Prallt viel ab. Na gut, sind auch kleiner, ne? Aber trotzdem. Gefällt mir. Jetzt am Panther M10 abgeprallt. Der Pantera ist auch abgezahlt. P44 abgeprallt. Ah, Bouncer kriegt er hier genug. Jetzt durch 260 in den Panther M10. Schnell zurück. Dass er nicht drauf wirken kann. 7:10. Nochmal 291. Der M10 will es jetzt wissen. Schöner Treffer auf die Kette. Jetzt wird's fröhlich. Auto eben auf den 44 Pantera. Der M10 wurde rausgenommen. So. P44 Pantera rausgenommen. Dritter Kill. 131 HP. Das hat aber gekostet jetzt. Das war natürlich nicht so gut. 10:11 steht es.
3133 Schaden, 2545 geblockt. Also mit dem kann man schon was bouncen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch das neue Fadenkreuz. Jedenfalls, ich wollte die Reload-Time haben. Jetzt muss ich nur mal sehen, wenn ich einen Autoloader habe oder Magazin, wie das angezeigt wird. Jawohl. Aber ich werde wahrscheinlich vierter Kill. Die S rausgenommen. Der ist weg. So. 12 zu 13. Aber so wie es aussieht, werde ich bei dem Fadenkreuz nicht bleiben. Das gefällt mir jetzt im Spiel doch nicht. Heute bleibt es mal. Sei denn, ich sehe noch den Indikator. Außerdem fehlt mir eine Anzeige. Die Meta-Anzeige hätte ich gerne. Ja. Wie gesagt, ich nehme ein anderes Fadenkreuz. Das gefällt mir jetzt doch nicht im Spiel. So, wo ist die zweite Arti? Schützenansicht. Da ist die zweite Arti. Zack, fünfter Kill. Vielleicht werde ich das schon vom nächsten Replay ändern. Weiß ich noch nicht. So, er ist jetzt alleine. Zwei Gegner noch. Seine Flurtanks hat er immer noch nicht heile gemacht. Wenn da jetzt wer drauf schießt, brennt er ab. Bei 131 AP hätte ich das schon gemacht. Sicher ist sicher, aber so wie es ausschaut, hat er nicht dran gedacht. Übrigens, Blood Revenge heißt Blutrache. Ja, nicht, dass ich das wusste. Ich habe das schon mal gesehen im Film Revenge. Konnte mich aber nicht mehr dran erinnern. Musste ich googeln, was Revenge heißt. Hat man ja nicht so oft im Leben, dass man Rache auf Englisch sagt. So, wer steht in deinem Cap? Ach, Achilles. Mach's gut. Tschüss. Jawohl, sechster Kill. Top Gun in der Tasche. Ja, wenn, dann könnte es jetzt nur noch der 40 TP werden. Dann wären es 7 Kills. Das ist schade. Das ist echt schade. Es wären ja Radley Waters dann geworden. Aber erstmal sehen wir, ob wir überhaupt den 40 DP kriegen, wo der steckt. 6 Minuten Spielzeit haben wir noch. Ja, dass das die Gegner da Prozent angezeigt werden, das habe ich immer noch nicht rausgekriegt. Also ich habe eigentlich Standardansicht gemacht, also bei den Hitpoints da. Aber irgendwie passt das da nicht. Ach, der liegt um. Das, ach, die arme Sau. Mach's gut. Ach, da ist doch die Meta-Anzeige. 254.
Aber einen Indikator sieht man nicht, ne? Oder heißt das weiße? Oh. Also, das ist wirklich... Mach's gut. Siebter Kill. Ja, das war Pech für den 40 TP und wir sehen uns in den Stats. So, dann sind wir bei den Stats angekommen und ich habe eben beim Foto machen, habe ich gerade gesehen, er hat eine Gunmark drauf. Ja. Und dann haben wir hier das Panzer, ein Schläger, Duelland, Wirkungsfeuer, Shellproof für mehr geblockten Schaden als Hitpoints. 137.124 Credits, XP kommen wir später, drei von den Anleihen, natürlich die Stahlwand, Großkaliber und die Top Gun ab 6 Kills. Aber er hat ja 7, dann 4.509 Damage, 1.591 Basis XP, 7 Kills, hatte ich ja eben schon erwähnt. Dann gehen wir direkt in den Report, 24 Mal geschossen, 22 Mal getroffen, 21 Durchschläge. Dann 201 Damage über 300 Meter. Oh, und dann hat er 2545 geblockt. Und 649 Unterstützungsschaden. Gefahren ist er fast 5 Kilometer, 4,86. Dafür gab es 91.416 Credits, abzüglich Repair und Munition. Die war ein bisschen teuer, aber macht nichts, ist genug über. 73.781 Credits bleiben über. Dann die Spielzeit war eine schöne Zahl, 10 Minuten und 16 Sekunden. Dann die Basis-XP plus den Bonus für die Mission, 9548 XP. Premium-Fahrzeug-Bonus dazu, 239, macht eben 12.174 XP und 119 freie Erfahrung. So, das war doch eine ganz anständige Runde, ne? Für das erste heute. Ja, und gleich folgen noch welche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.